Das ehemalige Entführungsopfer gilt auch in deutschen Talkshows als begehrter Stargast. Ihre Lebensgeschichte ist heute Allgemeinwissen. Öffentliche Schicksalsbewältigung oder mediale Ausschlachtung. Der Fall Kampusch ist auch eine Geschichte über Medien und Voyeurismus und wie sich Opfer nach der Befreiung am besten verhalten. Mäuschen, es tut mir leid. Jetzt sei doch nicht so. Der Film 3096 Tage, den die Konstantin-Film jetzt in die deutschen und österreichischen Kinos bringt, basiert auf dem autobiografischen Buch von Natascha Kampusch. 3096 Tage verbrachte das Mädchen in einem Kellerverlies nahe von Wien, nachdem es auf dem Schulweg entführt worden war. Ich will zu meiner Mama. Ich denke, die Filmemacher haben das ganz gut geschafft und auch ganz gut rübergebracht, diese Grundstimmung, die da herrschte. In meinem Erleben war das natürlich viel mehr, aber das hätte nie in einem Kinofilm Platz gehabt. Die österreichische Presse stürzte sich auf das Filmereignis, in dem noch mehr als bisher Bekanntes aus der Geiselhaft und dem dortigen Privatleben von Natascha Kampusch erzählt wird. Schon im Kellerverlies probte sie ihr erstes Interview nach einer Befreiung. Der Wunsch nach medialer Aufarbeitung war von Anfang an mit dabei. Frau Kampusch, wie ist es Ihnen gelungen, Ihrem Entführer zu entkommen? Ich habe den Mann einfach überwältigt. Wie konnten Sie das überhaupt schaffen? Er war doch viel größer als Sie, oder? Ja, ich habe ihn einfach überwältigt. Hast du dir die Zähne geputzt, bevor oder nachdem du ihn überwältigt hast? Was war das? Du bist für nichts gut. Dann lass mich gehen. Ja, dich will doch keiner. Meine Eltern wollen mich schon. Wirklich? Und warum zahlen sie dann kein Lösegeld? Du bist ihnen völlig egal. Das ist nicht wahr. Ach so, dann glaubst du eben nicht. Für dich zahlt keiner irgendwas. Sie haben doch kein Geld. Warum hast du dir nicht jemand reichen entführt? Und warum gehen deine Eltern nicht einfach zur Bank? Das ist alles, was sie tun müssen. Jede Bank gibt Geld her, wenn jemand entführt wird. Du bist ihnen egal, weil du ihnen nämlich einen Dreck wert bist. Das ist nicht Doch wahr. Doch ist es. Es ist wahr. Sag irgendwas. Bitte. Ich will jetzt was zu essen. Ich warte jetzt schon 4 Tage. Willst du mich hier unten verhungern lassen? Bitte. Ich will dir ja gehorchen. Gehorchen. Bitte. Gehorch. Ich habe schon 3 Tage nichts gegessen. Gehorch. Bitte. Ja, aber bitte, bitte bring mir was zu essen. Gehorch. Gehorch. Gehorche, gehorche, gehorche. Bist du denn wirklich so blöd? Du musst genauso oft Gehorche sagen, wie ich es mir anhören muss. Der Spielfilm schildert auch sexuelle Ereignisse zwischen Entführer und Opfer. Natascha Kampusch hatte früher nie solche Einblicke in die Zeit während ihrer Geiselhaft gegeben. Du bist genauso an mich gefesselt wie ich an dich. Bei Günther Jauch in der ARD erklärte sie, wie diese Szenen in den Film kamen. Diese Szenen, es war Thema, dass das gezeigt werden sollte. Es
ging darum, in meinem Land ist es so, dass die Vernehmungsprotokolle dem Parlament und allen Parlamentariern zugänglich gemacht wurde und auch an die Presse gelangt sind. Und da kommt das vor. Es war zwar vereinbart, dass, also mein Anwalt hatte das irgendwie in die Wege geleitet, dass es gelöscht würde, weil das zum Opferschutz ist nicht passiert. Und ja, und im Buch geht es mehr so um meine Gedankenwelt, um meine Gefühle, und im Film soll das dem Zuschauer transportiert werden und er soll sich in die Lage selbst hineinversetzen können. Ist das jetzt das Signal für die Öffentlichkeit? So ist es gewesen, das können Sie jetzt sehen, aber lassen Sie mich damit bitte jetzt dann auch in Ruhe? Genau so. Ich habe damals, als mich die Polizei gefragt hat, ob ich vergewaltigt wurde, habe ich damals eben gesagt, nein. Aber das heißt noch lange nicht, dass es jetzt extrem freiwillig war. Ich wurde nur nicht von ihm jetzt nochmal extra dazu gezwungen, aber ich wusste, wenn ich es nicht täte, würde es eventuell Konsequenzen geben. Gab es jetzt auch Sex? Ja? Abgesehen davon, dass diese Frage eine Nonna-Frage ist, wenn Menschen so lange beisammen sind und der eine die Macht über die andere hat, de facto, dass es dann zu Formen von Sexualität kommt, ist eigentlich eine aufgelegte Geschichte. Alles andere wäre eigentlich fast unnatürlich und das wäre dann eigentlich das Spektakuläre. Warum hast du mich ausgesucht? Ich habe dich lächeln sehen. Lass mich gehen. Niemals. Da muss einer von uns sterben. Am 2. März 1998 endet die Kindheit der damals 10-jährigen Natascha Kampusch. Tschüss. Ich habe in meinem Fenster nachgeschaut und normal dreht sie sich um und tut winken, aber an diesem Tag war sie böse. Auf ihrem Schulweg wartet ihr Entführer Wolfgang Preklopil mit einem weißen Lieferwagen auf sie, in den er das wehrlose Kind zerrt. Ich sehe ihn schon von Weitem und denke mir, was hat dieser Mensch hier verloren? Und dann habe ich mir gedacht, ich will mich auch nicht lächerlich machen von mir selbst. Ich bin weitergegangen. In langer Vorplanung hat Wolfgang Preklopil im Keller seines Hauses in Strasshof in Niederösterreich ein perfides Gefängnis errichtet. Man sieht nichts, man hört nur. Man hört das eigene Blut rauschen, man spürt die Enge, die Kälte. Man denkt viel nach. Sie war hier wirklich in einem Zustand, der das höchste Ausmaß an Klaustrophobie hervorruft. Und das ist etwas, was den Menschen oft derartig überanstrengt, dass er es sogar nicht überlebt. Ich habe generell versucht, mir das Leben zu nehmen, weil diese ganze Situation so verzweifelt war. Ja. Sie haben mehrmals versucht, sich das Leben zu nehmen. Ja, aber nicht geschafft. Weil dann doch in dem Moment, wo man dann halb erstickt oder sonst irgendwas passiert, sich so ein Überlebenswille einstellt. Und dann versucht man alles, um weiterzuleben. Wie kaum ein anderer Entführungsfall bewegt Nataschas Verschwinden das Land. Eine Fahndungswelle rollt an. Die größte in der österreichischen Kriminalgeschichte. Hauptanhaltspunkt ist das Tatfahrzeug, der weiße Lieferwagen, den eine Zeugin beschrieben hat.
Ja, also der Gedanke, dass ich sie vielleicht nie wiedersehe, der ist natürlich öfters in meinem Hinterkopf. Egal, wenn du nicht kannst und egal wer ihr seid und ihr habt eine Tasche, bitte gebt sie uns wieder und lasst sie zurückkehren. Vater Ludwig Koch beginnt auf eigene Faust zu suchen. Bald wird der Fall Kampusch von einer Eigendynamik erfasst. Esoteriker, Wünschelroutengänger und Spinner entdecken die entführte Natascha als persönliches Betätigungsfeld und treiben die Angehörigen fast in den Wahnsinn. Da hat einer angerufen, ich hab die Natascha. Sag ich, lebst sie? Sagt er, ja. Ich sagte, es ist wunderschön, keucht. In einem Baggersee, so eine der damaligen Thesen, soll die Leiche von Natascha Kampusch vergraben worden sein. Sogar gegen Kampuschs Mutter wurde in der ersten Zeit nach der Entführung der ungeheuerliche Vorwurf laut, sie wäre in die Entführung ihrer eigenen Tochter involviert. All diese Behauptungen erwiesen sich als haltlos. Ich gehe gar nicht so weit, dass ich der Mutter unterstelle, dass sie damit zu tun hat. Ich also kann nur sagen, es gibt also ganz gravierende Widersprüche der Mutter. Ich gehe auch davon aus, dass es sich um keine geplante Tat gehandelt hat, sondern dass es sich um eine Affekthandlung gehandelt hat. Es ging ja dann sogar so weit, dass man ihnen unterstellt hat, etwas mit dem Verschwinden von Natascha zu tun zu haben. Wie war das? Es war natürlich entsetzlich und das kann man, glaube ich, in Worten gar nicht fassen, wie man sich da fühlt. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ja, es kann ja jeder herkommen und sagen, irgendwelche Behauptungen aufstellen, wir sind in einer Demokratie. Es wird wahrgenommen, die Medien waren ganz geil drauf, sage ich jetzt einmal. Und ja, und es ist geschrieben worden und die anderen sind bei den Behauptungen geblieben. Ich habe gewusst, was passiert ist, wie es passiert ist und ja, das hat mir dann letztendlich auch genügt. Die ORF-Thema-Redaktion und der Journalist Christoph Feuerstein hielten den Fall über die Jahre in Erinnerung. Auch als sich die Fahndung mangels Erfolgen langsam totlief. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Natascha Kampusch noch lebend gefunden wird, ist sehr, sehr gering. Es müsste ja irgendwann einmal die Leiche der Natascha Kampusch auffindbar sein. Wir denken, dass sie irgendwo im Bereich in Österreich versteckt wurde. Der weiße Lieferwagen von Wolfgang Priklopil wurde 4 Wochen nach Fahndungsbeginn in der Rasterfahndung erfasst. Priklopil erhielt Besuch von der Polizei, wurde aber nicht weiter verfolgt. Bereits am 14. April 1998, 6 Wochen nach der Entführung, gab ein Polizist dem Bundeskriminalamt telefonisch einen Hinweis auf Wolfgang Priklopil als möglichen Täter. Weil der Hundeführer, genauso wie Priklopil selbst, in Straßhof lebte, kannte er ihn. Sobald er erfuhr, dass die Polizei nach einem weißen Mercedes-Bus fahndete, sah er den potenziellen Täter in Priklopil. Der fuhr genauso einen Mercedes-Kastenwagen mit verdunkelten Scheiben. Und außerdem kam dem Polizisten Priklopils ganzes Verhalten verdächtig vor. In seiner Meldung an die Ermittler hieß es: Dieser Mann sei ein sogenannter Eigenbrötler, welcher mit seiner Umwelt extreme Schwierigkeiten und Kontaktprobleme habe. Er soll gemeinsam mit seiner betagten Mutter in einem elektronisch voll abgesicherten Einfamilienhaus in Straßhof wohnen